Okay, dann herzlich willkommen zurück hier. Ich glaube, ich habe die letzte Folge ultra hardcore überzogen. Deswegen, ja. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, hier konnte ich ein kleines bisschen abkürzen, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe, ja. Wieder Vollgas. Sehr, sehr geil gefahren. Ja, zum Glück habe ich noch genug Zeit, ey. Ich find's echt komisch, manchmal ist die Zeit echt ultra hardcore knapp bemessen und manchmal geht's eigentlich total. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Geil eingeparkt. Und jetzt die fette Karre, ey. Boah, ist das geil. Da freue ich mich schon drauf. Boah, ist das geil. Boah, ist das eine geile Karre. Das ist noch geiler als der Ferrari. Das war schon ultra schwer zu übertreffen. Hammerschleuder! Mann, 1300 PS! Otto würde grün vor Neid. Man muss ja dem Dieb fast dankbar sein, sonst hätte ich diesen Renner nie fahren können. Bleib mal auf dem Teppich. Außerdem denke ich, dass es keine so gute Idee ist, in diesem Tempo und ohne Blaulicht durch die Stadt zu rasen. Hey, keep cool, okay? LTM hat gesagt, dass das Ding in Nardo 450 km/h fährt. Ich muss dann auf der Autobahn gleich mal checken, was da so geht. Ja, sonst aber alles klar bei dir, oder? Du hast doch gehört, was der Renner kostet. Bist schon mal hochgerechnet auf unseren Verschleiß an Autos, können wir bei einem Kratzer wieder Wasser an die Polizeischüler austeilen. Hä, wieso wieder? Das ist eine lange Geschichte. Ja, okay, dann suchen wir eben den Dieb und zufällig knacken wir als schnellste Polizisten der Welt den Geschwindigkeitsrekord. 480, okay, es reicht. Es hat gerade. Boah, was geht jetzt hier ab? Boah, heilige Scheiße. Boah, Alter, was war denn los, ey? 480. Ist halt klar. Alter, da kannst du halt auch echt mit keinem Fahrzeug dieser Welt kommst du da hinterher im Normalfall. Gott, ey, wie soll ich denn da hinterherkommen? Das geht doch gar nicht. Alter, ich muss mit dem Tribun unbedingt da meine freie Fahrt sowas machen. Es ist halt wieder so eine Drecksaktion. Ich weiß halt nicht, wieso die KI das mal wieder macht. Boah, der traut sich was, ey. Boah, geil. What the hell? Was geht hier ab? Warum ist da ein Flugzeug? Hä? Nochmal neu. Hä? Was war denn das jetzt?
Ich glaube, der hat es nicht rüber geschafft und ist irgendwie unten gelandet, deswegen. Oh nö, ne? Wenn es wirklich passieren kann, werde ich echt sauer. Weil das bedeutet ja, dass ich hinterher muss. Wow! Huhu! Was ist das denn für eine Hammerschleuder? Mann, 1300 PS! Heute würde grün vor Neid. Man muss ja dem Dieb fast dankbar sein, sonst hätte ich diesen Renner nie fahren können. Bleib mal auf dem Teppich. Außerdem denke ich, dass es keine so gute Idee ist, in diesem Tempo und ohne Blaulicht durch die Stadt zu rasen. Hey, keep cool, okay? LTM hat gesagt, dass das Ding in Nardo 450 km/h fährt. Ich muss dann auf der Autobahn gleich mal checken, was da so geht. Ja, sonst aber alles klar bei dir, oder? Du hast doch gehört, was der Renner kostet. Bin schon mal hochgerechnet auf unseren Verschleiß an Autos, können wir bei einem Kratzer wieder Wasser an die Polizeischüler austeilen. Hä, wieso wieder? 500, okay, es reicht. Okay, dann suchen wir eben den Dieb und zufällig knacken wir als schnellste Polizisten der Welt den Geschwindigkeitsrekord für Straßenwagen. Ben! Komm, ich brauche jetzt echt Beschleunigung hier. Er wird langsamer. Entweder geht ihm der Sprit aus oder er gibt auf. Wie auch immer, gleich haben wir ihn und beide Wagen sind okay. Ja, okay. Er fährt halt trotzdem weiter. Der fährt einfach weiter. Oh Gott, gehen wir mal wieder in die Stadt. Was sehen wir da mal? Komm, wir nehmen einfach mal einen Grand Sport, Alter. Geil. Ich fahr jetzt einfach mal gucken, wie viel der Wagen hier so schafft. Hey, ja, so 450. Die Gumballer sind in der Stadt. Dieses Mal wollen wir sie uns unbedingt schnappen. Und da kommt ihr ins Spiel. Ja, war klar. Geht's auch mal ohne uns? Natürlich nicht. Schließlich sind wir Cobra 11. Jetzt bleibt mal auf dem Teppich, Jungs. Na los, Himmel, gib Gas und bring Hotte Sachen. Nee, kein Bock. Ich muss irgendwo anders hin. Ich fahr mal ins, Ich fange nochmal in der Mitte an, weil ich glaube, ich bin gerade voll in die falsche Richtung gefahren. Ich glaube, wir müssen hier hinter irgendwo. Und ich will euch gerade mal ein bisschen Weg ersparen. Ich versuche das gerade möglichst so effizient wie halt es geht zu fahren. Hey Jungs, die Gumballer sind in der Stadt. Dieses Mal wollen wir sie uns unbedingt schnappen. Und da kommt ihr ins Spiel. Ja, war klar. Geht's auch mal ohne uns? Natürlich nicht. Schließlich sind wir Cobra 11. Jetzt bleibt mal auf dem Teppich, Jungs. Also, die Gumballer sind hier. Wir haben am Ortsausgang Rheinufer eine schicke Sperre aufgebaut. Ihr müsst sie uns also nur dorthin locken. Sie werden euch schon folgen, wenn ihr sie mit dem Sportwagen nur etwas ködert. Vorher müsst ihr aber von jedem die Daten durch den Fahndungscomputer jagen. Ihr wisst ja, wie das seit neuestem läuft. Einfach einige Sekunden hinter dem Fahrzeug herfahren, bis der Fahndungscomputer sein Okay gibt. Ja, die Technik. Und bald ist alles so automatisiert, dass man beim Fahren nicht mehr den Kaffee aus der Hand nehmen muss. Erzähl nicht so viel. Macht einfach, was ich gesagt habe und alles wird gut. Wir werden alle sterben. Na los, Himmel, gib Gas und bring Hotte seine Beute. Im sechsten Gang anfahren ist dann doch keine Suche. Ich kann doch da hinten einfach rüber 100 pro. Oder? Oh Gott, ich hoffe jetzt, dass ich richtig liege. Falsch. Ich muss tatsächlich diese Scheiße fahren. Aber Leute, das mache ich erst in der nächsten Folge weiter. Auf Wiedersehen. Tschüss.